Herzlich willkommen zurück bei F1 2017. Wir fahren heute wieder mal ein wenig und zwar heute auf der Strecke in Österreich. Und mit mir zusammen fahren mein Teamkollege im Force India, der Fjalk. Hallo, hallo. Und im Red Bull Racing Team, der Shadow. Hallo. Und der Nippelzwicker Fandalf, Bacon Lorange. der Nippelgezwickte. Oder der Nippelgezwickte. Nee, das wärt ihr ja. Er ist ja Herr Nippelzwick, weil die Frau ja Nippelzwickt. Ja. Jetzt kommt die Qualifikation, ich habe Angst. Ich auch. Wie gesagt, ich bin seit der letzten Aufnahme nicht mehr gefahren. Und wie die gelaufen ist, das wissen wir ja alle noch. Nicht so gut. Ich hab's verdrängt. Also meine lief super. Ich kann mich nicht erinnern, was ich hätte besser machen können. Sieht das ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es sieht wolkig aus. Ja, die schönen Wetterwolken von Österreich. Ja, für mich ist ja immer hier hinten die zweite Kurve, ist ja immer meine Risikokurve. Eigentlich schon. Ja, aber wenn keiner da ist, den man rammen kann, geht ja. Ja, aber dann ist auch keiner da, der die eventuell drinnen trägt. Okay, die zweite Kurve ging besser als die erste, aber auch nicht perfekt. Der erstmal wieder dran gewöhnen. Ups, ein bisschen zu stark gebremst. Ich werde nicht Erster. Glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ich habe zumindest noch keine Kurve verkackt, aber das heißt ja noch nicht viel. Nö. Nicht wirklich. Bin in einem der letzten vier Rennen auch perfekt gefahren. Im Qualifying war trotzdem irgendwo ganz hinten im Gelärsch. Letzte Runde Shadowrunner. Ah. Krass, ich bin 2 Sekunden langsamer als Shadow. Ich glaube, es war bei mir. Ich bin Zweiter? Dritter. Wo ist der Fjalk? Moment, steht da 12. Mal gucken. Ja, 12. Shadow. Wow. Ja. Wow, merkt, hast du geübt? Wer geübt hat und wer nicht. 2 Runden wie jedes Mal vorher. Ja, Shadow auf 1, ich auf 2. Stormy klebt. Nicht hinter mir, aber also schräg hinter mir. Bin auf ich am Start 5. Der 3 und Fjalk ist auf der 12. Wo ich glaube ich total ungefährlich stehe im Vergleich zu euch. Naja. Ich weiß ja nicht. Ah, erste Kurve, ich habe jetzt schon Angst. Ich eigentlich mal ganz kontrolliert. Also entweder haue ich den Shadow raus oder ich Stormy haut mich raus. Oder ich schaff's beide rauszuhauen. Ja, also, dann kann ich mich ja ganz nach rechts rüber quetschen. Von daher geht das, glaube ich. Stormy, mit was für Reifen bist du gefahren, wenn ich mal eben fragen darf? Ausnahmsweise mal lila bin ich gefahren. Okay. Dann ging das ja eigentlich ganz gut bei dir mit lila. Ja, ausnahmsweise bin ich mal auf den schnelleren Reifen gefahren direkt. Ja, sonst hätte ich nämlich noch mehr Angst vor dir. Hättest du jetzt gesagt, nö, ich fahr auf gelb oder so. Weiß. Ja, dann wäre ich aber auch nicht so weit vorne jetzt wahrscheinlich. Schalk ist noch im Ladebalken, so wie es aussieht. Ich dachte, ich guck mal, ob ich irgendwas ändern möchte, aber ich möchte nichts ändern, weil ich das gerade überhaupt nicht durchschaue. Ja, was Rennen beginnt jetzt. Scheiße! War Start von mir. Ja, ich habe einen Start verkackt. Ja, Stormy, ich lass dich vor. Danke für Schubsen, Magnussen. Okay. Alles Stormy, ich hab... Das war Vettel. Oh. Ich muss ja hier mal drehen, Entschuldigung, hier keinen... Wow, oh Gottes Willen, da kam gerade ein Fjalk ins Bild. Was? Wieso bist du hinter mir gewesen? Ja, weil ich vom Vettel rausgedreht wurde. Ach, fuck. Ich hab nur alles versucht. Alles zurück, die hinten fahren gar nicht ordentlich. Das Gute ist, Shadow, du hast echt viel Vorsprung gehabt. Ich hab nur alles versucht, dass mein Flügel heil bleibt. Dass mir der nicht direkt schon wieder in der ersten Runde gekillt wird. Deswegen habe ich übelst abgebremst, damit ich nicht gegen die Bande knall. Ich hatte einen mega Kackstart. Deswegen, dass du vorbei bist, war mir klar. Dann kam Vettel aber noch rechts an mir vorbei. Hoffentlich fängt das hier nicht an zu regnen. Das sieht so düster aus. Na, ich glaube. Wir sind auch schon mal im Regen gefahren. Das Rennen war nicht toll. Ich erinnere mich. Oh, gut. Ich glaube, ich fand das damals auch gar nicht so schlecht. Ja, für mich war es ziemlich scheiße, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber irgendwas sagt mir, es war nicht so gut. Ups. Wupp.
Was macht der denn hier? Ups, finde ich immer gut. Ey, wieso? Das ist gerade, da musst du nicht bremsen. Hör auf zu bremsen. Und fahr nicht, dann fahr nicht genau vor mir, wenn du bremst. Arsch. Das wäre allein komisch. Sag mal, ups. Aber. Oh, oh. Naja. Das hat keiner gesehen. Bei mir zum Glück auch keiner. Ja, ich habe ein bisschen arg abgekürzt, hat aber auch keine Strafe gegeben, geilerweise. Nee, ich habe irgendwie, hab mir die Finger verknotet und habe dann einen Schlenker auf der Geraden gemacht. Ach, fuck. Ja, scheiße, das war nicht gut. Flügel ab, oder? Nee, noch nicht, aber er ist gelb schon mal. Mich gerade verbremst und bin im Wasser schräg hinten reingeraddelt. Und der Quiert wird das jetzt wahrscheinlich gleich ausnutzen. Naja, ich glaube, das Rennen ist schon gelaufen. Okay, wir sind jetzt noch vor mir. Doch, Quiert ist jetzt wieder vorbei. Oder auch nicht erstmal. Oder auch doch, oder auch nicht. Was denn jetzt? Entscheid dich mal, Junge. Aktuell hat Shadow 5 Sekunden Vorsprung auf mich. Knapp über. Ich sehe ihn halt immer noch auf den langen Geraden. Sehr leise bei mir. Der ist wurde aktiviert, hat er gesagt. Ey, Dank, was soll denn das? Oh, ich sehe es da unten. Nein, der Steffen wollte ich nicht überholen. Deswegen musst du ihn auf der Geraden gerade in die Seite fahren. Also echt. Ich finde das nicht witzig. Finde ich ziemlich witzig. Ah, doch, ich merke schon, die Rechtskurven sind nicht ganz so gut gerade. Ich hoffe, der Flügel bleibt dran bis zum Boxenstopp. Nein, nicht immer auf die Wiese. Oh, okay. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Ah, dafür war ich nur hinten am Ende der Geraden etwas zu schnell. Wie, okay, ja, komm, alles klar, Jeff. Ich hab dir nichts gesagt. In der Box, nein, das ist nicht. Das ist irgendwie immer blöd, wenn Jeff sagt, okay, alles klar, und du hast nicht mit ihm geredet. Das ist, glaube ich, wenn du in Gelb reingefahren bist und dann wieder ins Grüne kommst. Dann sagt er, alles klar. Wenn du in Gelb reinfährst, sagt er, Achtung, Achtung, und dann in Grün, alles klar. Ja, das war meine Chance, in die Punkte zu fahren. Ah, ich noch bin lang. Auch immer noch auf 14. Ich komme hier nicht weiter. Momentan. Ich wär wenigstens schon auf 17 gewesen, aber Parma dachte ja, nein, komm, wir müssen noch weiter nach hinten. Ich ramm dich mal eben. Ja, Wahnsinn. Danke für den Bremsermasser. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Was? Warum alternative Strategie? Nein. Will nicht ändern. Egal warum. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit super weichen Reifen weiterfahren. Also Shadow, wenn wir uns nicht... Das Auto hinter dir fährt zurück. Eine Lücke bildet sich. Oh, scheiße. Ja, in welcher willst du rein? Wann willst du rein? Du bist Führender, du darfst es ja aussuchen. Ich wollte eigentlich gerne in der 7. Dann fahre ich Ende 6 rein, richtig? Wenn du das möchtest. Ja, länger wäre ein bisschen krass. Ja, bin ich zu weit rausgekommen. Scheiße. Ja, ich bin auch gerade eben wieder hinten. Außerdem, vor der zweiten Kurve fehlen da, glaube ich, jetzt die Meterangaben. Bisschen die Streckenbegrenzung wegrasiert. Okay, aber dem Auto geht's noch gut. Oh Gott. Ja, doch, ich merke den Flügel jetzt schon. Also Shadow, ich gehe Ende nächster Runde rein. Okay. Außerdem, eigentlich können wir uns nur gegenseitig kaputt machen, weil ich habe auf Vettel schon über 6 Sekunden Vorsprung. Also ich habe jetzt gerade zwar eine Sekunde fast verloren, aber normalerweise fahren wir dem die ganze Zeit weg. Es sei nicht richtig in dieser Runde, dann gehe ich Ende 7 rein.
Was ich aber für sehr unwahrscheinlich halte. Vielleicht doch. Nee. Nee, weil ich mich jetzt hier gerade... Oh. Ja, diese Kurve da, die hatte ich wieder komplett verdaut. Ich habe zu früh Gas gegeben, habe mich deswegen, habe deswegen untersteuert. Wäre das schön, wenn die Ersten jetzt mal wieder an die Box fahren würden, dann könnte ich wenigstens irgendwie hier vor mir ausmachen. Hm, wird gleich passieren. Mein Flügel lässt mich jede Kurve voll auskosten. Ja, aber Kurven ist auch das Schönste beim Autofahren. Ja, nicht wenn der Flügel rot ist und irgendwie nur noch an einem Fitzelchen hängt. Du bist nicht reingefahren? Doch, ich bin reingefahren, okay. Nur falsch. Was war das denn? Das hat mich jetzt sicherlich auch noch mal eine Sekunde gekostet. Na, jetzt musste ich Kwiat durchlassen, scheiße. Hat nämlich so auf der Minimap auf deinen Punkt geschaut und das sah dann irgendwie nicht so aus, als wärst du. Ja, ich bin eigentlich zu spät reingefahren. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Falls ihr euch fragt, wo Hamilton ist, der ist letzter. Bist du es schuld? Hast du ihm irgendwas getan, oder? Nee, keine Ahnung, wie der hinkommt. Aber ich dachte gerade, ich werde gleich überrundet, aber das ist tatsächlich noch, dass ich noch jemand hinter mir. Ui, hallo Kiesbett und Gras. Oh, ich habe jetzt hier so einen Stroll vor mir. Das Problem, was ich jetzt natürlich haben werde, ist, dass ich jetzt da wahrscheinlich in dieser und in der nächsten Runde ordentlich Feld vor mir habe. Das heißt, Shadow, entweder kriegst du richtig weiter gut Vorsprung oder ich baue einen Unfall. Ja, auf jeden Fall wird mich Vettel jetzt überholen. Oh, Vettel fährt noch eine Runde? Krass. Alonso auch. Ich komme auch im Feld raus. Bin in der Box, Fjalk. Ja, alles gut. Vielleicht muss ich einfach nicht mehr in die Box, hoffe ich mal. Bin auf dem 5. wieder rausgekommen. Huch, Bacon auf 15? Was? Ja, ich war schon an der Box. Achso. Und ich bin auf 14. Ah, da war ich die ganze Zeit. Und ich fahr fett. Jetzt 18. Fjalk ist der nächste. Aber noch sehe ich ihn nicht. Ich komme jetzt am Eingang der Boxengasse vorbei. Okay, ich fahre jetzt gerade raus. Ja, ich glaube, ich werde meinen zweiten Platz gegen Vettel wahrscheinlich eintauschen. Wenn die jetzt so lange fahren. Oh, und ich bin jetzt obwohl eigentlich, allein. Obwohl eigentlich kann das nicht gut sein. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,4 Sekunden. Na, der Abstand zum Hintermann ist mir ziemlich scheißegal, Jeff. Ah, oh Gott. Fahrer vor mir. Wieder diese Ungewöhnung auf die anderen Reifen, Mensch. Huch. Leute, hier was zusammen. Das gibt's gar nicht. Okay, also es gibt immer noch welche, die mit den lila Reifen draußen sind. Okay. Ja, weil Wehrlein vor mir ist zum Beispiel noch mit lila draußen. Okay, da vorne vor mir sind ein paar, die waren jetzt glaube ich gerade alle in der Box, sonst wären die nicht so nah wieder vor mir. Yay, hallo Kiesbett. Schon wieder. Das ist unglaublich.
Erstmal inneres Kiesbett, schön. Nehmen Sie hier das Kiesbett gerade mit. Fahrer vor mir. Ja, dass die Schilder da fehlen, das ist echt ein bisschen doof. Du fällst pro Runde um etwa 1,2 Sekunden zurück. Sie fahren mit neuen Superbikes. Gerade vor meiner Lieblingskurve. Okay, Palmer habe ich jetzt wenigstens wieder gesagt. Angeblich hast du noch einen Boxenstopp, Shadow. Nee. Nee, ich weiß, dass du keinen hast. Aber du hast 11 Sekunden Vorsprung gerade vor mir gehabt. Kann überholen. Fahrer hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 10,0 Sekunden. Sie fahren mit. Was? Der Wagen vor mir fährt mit Superbike? Ah ja, doch, stimmt, super soft. Der Rot. Okay, ich habe 11 Sekunden vor Vettel. Eigentlich muss ich das nur zu Ende fahren, weil nach vorne geht eigentlich nichts. Ja, ich kann doch Fehler machen. Ja, aber da musst du schon richtig. Und du fährst auf jeden Fall schnell vor. Oh, Vorsicht, Ferg. Vor dir ist, glaube ich, was passiert. Ja, sehe dich. Nee, jetzt bin ich. Bist du gar nicht. Da ist noch einer zwischen uns. Roll. Ja. Der ist gerade von der Strecke geflogen. Den habe ich gerade einkassiert. Okay. Ja, ich habe nur gesehen, dass der von der Strecke geflogen ist unten und hinter mir wurde es gelb. Hm. Der war hinter dir? Ja, der war ganz weit weg hinter mir. Ach so. Also nicht in unmittelbarer Nähe. War ich schon das erste Mal auf dem Rasen? Ja, ich bin auch gerade ins Kiesbett. Relativ zügig vor mir kommt übrigens das Feld schon, Fjalk, ne? Also, wenn du da noch rankommst. Ja, ich versuche die ganze Zeit, um dich ranzukommen. Da gibt's eine Menge zu kämpfen da vorne. Da hängen sie alle ganz nah aneinander. Außer Wehrlein, der hat ein bisschen Abstand. Den bin ich Wehrlein, jetzt schon relativ nah dran. Der bremst doch mal auf der, der Geraden. Das ist. Ja, ich komm grad zwischen uns ist dran. Jetzt ein, als Warnung ein überrundeter Stroll. Mhm. Danke. Oh, Verwarnung, Kurve abgekürzt. Wurscht. Soll's doch nicht immer machen. Naja, da bin ich halt ein bisschen zu weit eingeschlagen. Aber jetzt kriege ich wenigstens mal DRS die ganze Zeit. Davon kann ich nur träumen. Hatte ich einmal nach dem Boxenstopp. Ja, aber kannst ja auch eigentlich froh sein, dass du keinen DRS kriegst. Das heißt, es ist vor dir keiner. Ja, mit DRS könnte man schneller sein. Du hattest gerade eben Anfang der Runde 12 Sekunden Vorsprung. Das bestreite ich ja nicht. Trotzdem wollte ich gerne schneller sein. Das ist ein Ferrari vor mir. Ja, das ist ein Raikkonen, tatsächlich. Cool, Wehrlein habe ich. Magnussen ist der Nächste. Welchen Plätzen seid ihr denn bei Forster gerade? Ich bin auf 14. Zwischen mir und dem Fjalk ist nur ein anderer Fahrer. Oh nein! Nein, zwei. Okay, ja, für mich ist das Rennen jetzt gelaufen. Oh Gott. Na toll. Na toll, na toll. Ja, ich bin jetzt auf 15 und werde gleich wahrscheinlich letzter sein. Der Fjalk wird mich auf jeden Fall gleich überholen. Ich bin nämlich jetzt in der Box. Oh Mann. Das Geile war, ich hab's ja vorhin gar nicht so richtig gesagt, ne? Ich wollte auf die Box reinfahren, hatte aber meinem Team nicht Bescheid gegeben, hatte dementsprechend keine Linie. Ja. Und ich hab halt versucht, über die zweite Einfahrt reinzukommen. Und da hat mich das. Einfahrt? Ja, nicht so richtig. Und da hat das Spiel mich dann kurz zurückgesetzt und auf die richtige Einfahrt gesetzt. Ja, immerhin. Ja, es hat halt nochmal eine Sekunde gekostet. Und momentan komme ich an dich auch nicht ran. Und Stroll, von dem du erzählt hast, ach, ich glaube, der ist da ganz hinten.
Ja, der hält sogar einigermaßen. Also, er ist nicht meilenweit zurückgefallen. Er klebt mir jetzt nicht am Hinterteil, aber er ist definitiv da. Ja. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ah, ich habe noch Benzinüberschuss, aber. Ich möchte gerade eigentlich, weil ich eh an Shadow nicht mehr rankomme, möchte ich jetzt eigentlich nicht zu viel wegen den Reifen riskieren und fahre, glaube ich, lieber weiter normal. Ja, ich habe auch noch eine Runde Überschuss. Na, ich habe 0,8 jetzt noch, aber bin jetzt auch schon einige Zeit fett gefahren. Ich habe dieses Rennen mal ein bisschen anders probiert. Hier geht das einigermaßen. Und zwar habe ich fett immer nur auf den Geraden angemacht. Mhm. Ah, ich hätte. Eigentlich mache ich es ja immer so, dass ich beim Start Fett anmache. Habe ich diesmal aber auch nicht. Ja, das vergesse ich immer. Na, dem Stroll komme ich langsam näher, aber echt ganz langsam. Er muss ihn ja nicht überrunden. Du hast ja, glaube ich, nach hinten auch Luft, ne? Ja. Von daher. Deswegen. 14,4 Sekunden, ja. Deswegen werde ich es ja da auch eher so Tripiano, weil wie gesagt, also dich kann ich nur kriegen, wenn du, da musst du einen Totalausfall haben, sozusagen. Aber das ist bei mir ja nie auszuschließen. Ja, aber dafür brauche ich es jetzt nicht riskieren, dass ich irgendwie zu viel Risiko fahre. Ja, jetzt sich kaputt fahren wäre reichlich doof. Ich denke so, nächste, übernächste Runde könnte vielleicht Stroll, vielleicht dann mit DRS und dann würde ich einfach vielleicht auch nochmal kurz auf Fett gehen und aber vielleicht lasse ich es auch wirklich, weil der fährt echt eigentlich vom Tempo her ganz vernünftig. Jetzt wieder ein Wagen vor mir. Der Palmer. Fahrer hinter mir. Muss Abstand zu denen. Fahrt ihr auch wieder in die Seite nach der Kurve. Yay, DRS aktiv. Cool. Oh, vorne links ist bei mir schon 35. Habe ich 32. Ja, Palmer ist nett, der geht schön zur Seite. Richtig gesehen, wie er von der Ideallinie runtergegangen ist. Ah, ist doch wirklich gut. Irgendwo ist eine gelbe Flagge vor mir. Ja, Massa hat's rausgewichst. Gelbe Flagge. Bin ich jetzt auch im gelben Flaggenbereich. Aber ich sehe keinen Massa. Ach doch, ich sehe ihn. Der lag da wohl in der Kurve, habe ich nicht gesehen beim Vorbeifahren. Ich krieg DRS von Stroll. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja, aber ich komme nicht nah genug ran. Ich hab das. Oh, jetzt lässt er mich vorbei. Danke, Stroll. Ich dachte nicht, dass er mich da jetzt noch vorbeilässt.
krass, aber als ich war ja noch in meiner Runde, als ich vom Shadow die Qualifikationszeit gesehen habe. Und da dachte ich mir, ja, kacke. Das wären ja, ja mindestens zwei Sekunden mehr. Der zweite Platz. Ja. Fertig. Yay. Glückwunsch. Ich hab mir noch mal die schnellste Runde wahrscheinlich gekreit. Ja, ja. Hast du. Ah, auch fertig. So gefällt mir das. Ja, Red Bull auf 1 und 2. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wird hier der Finger gesprungen. Ah, das war krass. Also ich. Also Vettel kam uns überhaupt nicht hinterher. Wir hatten ja schon irgendwie nach zwei Runden hatten wir, glaube ich, schon 3 oder 4 Sekunden fast Vorsprung. Ja, und du hast anscheinend, weil du ja, glaube ich, auch so einen Start hattest, hast du die hinter mir aufgehalten. Hatte also irgendwie direkt in der ersten Runde ja. Ein paar Sekunden Abstand zu einem. Ja. Ja, weil eigentlich hatten die mich ja überholt. Und Steffen, außerdem auf deine Frage, ja. Ich bin zu Hause. Gut, dann wissen wir das jetzt ja. Ja. Dann kannst du jetzt ja online kommen. Genau. Ich fragen wollte, bei wem quietscht der Stuhl eigentlich so? Bei mir nicht. Vielleicht bei mir? Bestimmt. Eben hat es bei einem. So, dann schauen wir doch mal. Also 1 für mich, 2 der Bacon. Dann haben und 14 wir auf. Und 16 14 mit 2 Force Indias. Und 16. Genau. Ja. Aber danke, dann. Vettel, übrigens mal wieder, der kleine Ficker. Ja. Ich danke doch mal, wie ich das auf die Rangliste aus. Genau, auf die Rangliste. Bin ich immerhin auf der 12 mittlerweile. Ich möchte mich besonders bei Palmer noch bedanken. Ich glaube, der hat mich am Start und im Rennen geschubst. Ach du Scheiße, ich bin gleich auf mit Hamilton. Ja. Oh ja, ich habe am Start was gedrückt und das übersprungen, aber ihr habt ja, glaube ich, im Hintergrund gehört. Du bist auf der 8, Shadow. Ja. Fjalk ist auf 11. Dann danke für heute und bis zum nächsten Mal. Bye bye.